Eine Versicherung abzuschließen ist wie ins Casino zu gehen. Ja, man hofft, dass man das erwischt, dass man sich bereichern kann. Mit dem Thema möchte ich mich in diesem Video beschäftigen. Also, wenn es dich interessiert, dann ganz viel Spaß beim Anschauen. Hi, ich bin der Michael. Ja, und in meinem Kanal geht es um verschiedene Finanz- und Versicherungsthemen, die ich hier in kurzen, bündigen Videos hernehme und ja, euch so leicht und verständlich versuche zu erklären. Das heißt, wenn dir das gefällt, dann like doch gerne dieses Video und abonniere meinen Kanal. Würde mich natürlich freuen, hilft dir mir natürlich ungemein. Und heute möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen, was ja viel immer mal wieder rumgeht und auch oft medial präsentiert wird, dass ja das Versicherungsgeschäft wie Casino ist. Das heißt, du legst jetzt hier 100 Euro auf die schwarze 10, ja, drehst es mal am Roulette-Tisch und hoffst, dass das eintritt. Yeah, damit du dich bereichern kannst. So, wo ich mir denke, hä? Seid ihr eigentlich noch, also, seid ihr eigentlich, also, mir fehlt, also, überleg doch mal, was passiert, wenn dieser Fall eintritt. Wenn jetzt die schwarze 10 kommt. Dann bist du kaputt. Dann ist was passiert. Ja, dann hoffen wir mal nur, dass du vielleicht nur das Handy vom Freund kaputt gemacht hast und nicht, dass du von der Klippe gestürzt bist und jetzt querschnittsgelähmt bist. So, was hat das mit Casino zu tun? Was hat das mit Casino zu tun? Casino ist, du legst was, hoffst auf einen Gewinn. Bei der Versicherung kaufst du dir einen Schutz ein, ja. Ich habe es in einem meiner letzten Videos schon erzählt. Das ist das Paradox in der Versicherung. Wir hoffen nicht, dass die schwarze 10 kommt oder die grüne 0 oder das, was wir hier gesetzt haben. Also ich auf jeden Fall nicht, ja, du vielleicht, ja, weil du vielleicht, ja, dich überversichert hast, weil du halt die Versicherung nutzen willst, dir absichtlich jetzt mal einen Finger abpackst, weil du 5 Unfallversicherungen abgeschlossen hast, damit du dich bereichern willst. Klar, kann man machen, so masochistisch bin ich jetzt nicht veranlagt. Das heißt, ein Casino, wie gesagt, willst du einen Gewinn machen. Bei der Versicherung willst du dich einfach schützen. Und es ist genau das Gegenteil vom Casino. Beim Casino hoffen wir, dass die Zahl kommt. Bei der Versicherung hoffen wir, dass das niemals eintreten wird. Deswegen ist dieser Vergleich mit einer Versicherung abzuschließen, ist gleichbedeutend wie ins Casino zu gehen, absoluter Bullshit. Es ist totaler Blödsinn. Auf Kundenseite kann ich es natürlich schon verstehen. Ja, ich habe jetzt eine Versicherung eingekauft, zack, wenn das passiert, werde ich bezahlt. Allerdings hoffst du ja, dass dieses Ereignis bei der Versicherungswirtschaft nie eintritt, weil was passiert denn, wenn das eintritt? Ja, dass du irgendwas, ja, kaputt gemacht hast. Hoffentlich nur kaputt gemacht hast. Ich hoffe, dass dir nichts kaputt, also, dass du nicht kaputt bist, ja. Und dann ist es natürlich gut, dass du diese Zahl getroffen hast, dass du diese Versicherung abgeschlossen hast, die dann auch schlussendlich eingetreten ist, ja. Weil, wie gesagt, Versicherungen, ich habe es in meinem letzten Video schon mal erzählt, hoffen wir kaufen was ein und hoffen, dass es nicht passiert. Im Casino hoffen wir, dass es passiert. Also von daher ist eigentlich damit alles gesagt. Oder wie siehst du, das ist für dich Versicherung immer noch ein Glücksspiel. Du spielst, ja, das ist ja wie Roulette, hoffst, dass es natürlich eintritt, weil dann hast du ja Kohle verdient. Ja, nur was dann mit der Kohle passiert, weil ja irgendwas passiert ist, das muss man halt mal hinterfragen. So. Wenn dir das gefallen hat, das Video, das war ein kurzes Video, dann like gerne dieses Video und abonniere doch den Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also bis dahin, euer Michael, Servus und Ciao.